So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind im Kernwasser-Wunderland, ja, in der Gastronomie. Und ich hatte ja damals ein Video gemacht bezüglich der Gastro, was ich leider wegen anderen Personen im Video leider vom Kanal entfernen musste. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, ich mache nochmal ein gesondertes Video diesbezüglich zu der Gastronomie. Ich habe jetzt den Roman dabei, der ja letzte Woche mit mir auch im Moviepark zusammen war, mit dem Sigpark. Nochmal in der Hinsicht lieben Dank an den Roman bezüglich seiner Empathie, Solidarität und Menschlichkeit bezüglich gegenüber meiner Person. Ja, viele Leute möchte ich mich in der Hinsicht auch nochmal an Marianne in der Hinsicht bedanken, haben mich ja in der Corona-Krise super gut unterstützt, auch bezüglich meiner Gesundheit. Da war ich ja angeschlagen bezüglich dem Magen und dementsprechend Kreislaufprobleme, beklemmtes Gefühl, Atemnot, Schweißausbrüche. Die ganze Prozedur habe ich ja einmal mitgenommen. Ja, und dementsprechend sitze ich ja hier gerade, wie gesagt, mit Dominik. Wir haben ja zusammen das Hotelzimmer hier gebucht im Kalka, zusammen mit dem Roman. Der sitzt jetzt gegenüber von mir. Roman holt sich noch was zu trinken. Und der liebe Dominik geht schon zur Süßspeise über, also zum Nachtisch. Ich habe jetzt zweimal nachgenommen, bin jetzt aber auch ehrlich gesagt auch satt. Wir haben das ja jetzt quasi in der Kombination mit Frühstück und Mittagessen, also Brunching, kombiniert. Die Qualität vom Buffet, kann ich nur sagen, ist geil. Rechts neben mir ist, wie gesagt, das Salatbuffet. Ach, der Roman hilft mir gerade, sehr geil. Ja, das Salatbuffet. Und der Roman gibt jetzt auch mal kurz ein Statement. Ihr kennt ja mein Feedback bezüglich der Gastronomie. Jetzt macht er sich hier aus dem Staub der Sack. Ja, ich laufe dem jetzt mal hinterher. Der hat leider die Arschkarte. Und der Roman holt sich jetzt Nachtisch. Genau. Roman, was sagst du denn zur Gastronomie? Ja, bisher ganz gut. Ja, was haben wir denn heute? Was machst du da? Okay. Der gesunde Nachtisch. Der gesunde Nachtisch. Der Dominik ist beim ungesunden Nachtisch. Was sagst du zur Gastronomie? Mega, oder? 28 Euro. Eins mit Sternchen. Eins plus in der Hinsicht. Dickes Lob ans Kalka. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Wir haben, wie gesagt, auch hinten Brötchen. Und da gibt es, wie gesagt, Kibbeling heute. Ist gerade wieder leer. Weil große Nachfrage. Dann haben wir heute Reis mit geschnittenem Fleisch, also geschnitzelten. Zeig mal ganz kurz so. Was haben wir heute? Dann haben wir ja, Möhrentopf hier. Oh, sorry. Kein Problem. Dann haben wir hier Getränke, was das Herz begehrt. Alles mit drin. Kinderbuffet. Pommes werden gerade nachgefüllt. Und dann haben wir hier, wie gesagt, Obst. Brot. Kann man sich dann auch toasten. Wenn den Toaster. Ja, ich glaube, der ist an. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Ja, Gebäck. Brötchen. Suppe. Erbsensuppe und Hähnchensuppe heute. Richtig gut. Natürlich auch mit Maggi. Darf natürlich nicht fehlen. Ja, Nachtisch. Ist normalerweise da, wird wahrscheinlich gleich aufgetischt und die Schlange ist wieder lang bezüglich der Verköstigung. Also wie gesagt, was haben wir hier? Pommes, Spätzle mit Königsberger Klopse und Cordon Bleu. Genau, haben wir heute. Richtig. Ja, und dementsprechend Salatbar ist wieder gut bestückt. Ich schwenke da auch nochmal drüber. Da kommt aber noch das Eis beim Roman. Immer diese Nachmacher, weißt du, ich hier so, weißt du, und meint jetzt mir nachmachen zu müssen. Ich habe auch Ananas dabei. Ananas. Also wie gesagt, Freddy, du tust mir gar nicht leid. Die Ananas. Du tust mir gar nicht leid, dass du nicht hier bist. Wir werden uns gleich auf jeden Fall noch ein Softeis holen. Was? Eins? Zwei? Wir haben zwei Hände, also jeder zwei. Zwei, das sind dann sechs Softeis. Für drei Münder. Ja, ich werde jetzt auch mal zum Nachtisch gehen. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Und dein Satz? Die letzte. Heute nicht, hier sind auch Kinder. Sag es leise. Nein, ist okay. Ich habe es verstanden. Check it out.